Gottes Willen, wo zum Geier war Elmer nochmal? War der hier drüben? Ich weiß es jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht. Ja, Gott sei Dank. Boah. Hätte kritisch enden können. Ja, heul halt. Heul halt. Bitte versteh mich nicht falsch, ich bin so froh. Jedermanns Wünsche, die sie an mich gerichtet haben. Alle machten mich so froh. Deshalb muss ich einfach... Ja. Wenn Elmer glücklich ist, dann macht mich das auch glücklich. Ja, schön für dich. Oh ja, natürlich. Wir müssen die Mission vollenden. Ich werde die lila Glocke läuten. Ja, tu das. Wenn es nichts bringen sollte, tut es mir leid. Was denkst du denn so pessimistisch? Bitte, Glocke, Leute, erklinge, auf dass es jeder höre. Ich muss sagen, der Ton von der lila Glocke, der war ein bisschen, ja, dumpfer als der von den anderen, aber ebenfalls sehr schön. Ebenfalls sehr, sehr schön. So, jetzt mal ab zur Erntegöttin. Dann reden wir mit der mal. Und meiner geliebten Hexe möchte ich ja auch noch einen Heiratsantrag machen. Wir haben noch viel vor an diesem Tag. Noch sehr viel. Ja, ich habe noch einen weiten, weiten Weg. Dann hole ich mir mal lieber ein Viecher, damit es ein bisschen schneller geht. Ja, Lisa, damit geht's. Oh, das geht richtig schön schnell. Lieber wäre es natürlich, wenn ich schon auf Vanni reiten könnte, aber das geht ja leider noch nicht. Es wäre um einiges fixer, aber Mai ist halt so. So. Ich renne jetzt aber zuerst zu meiner Hexe. Da ich nicht weiß, bis zu welcher Uhrzeit ich zu meiner Hexe kann. Das weiß ich nicht. Deswegen renne ich jetzt zuerst zu ihr, weil zur Erntekötterin kann ich jederzeit. Da bin ich mir ziemlich sicher. Außerdem will ich jetzt endlich einen Heiratsantrag machen. Ich geb's zu. Ja, ist ja schon gut. Ich geb's dazu. Was ist eigentlich die Bezeichnung davon? Feder eines blauen Vogels, die man bei einem Antrag überreicht. Ach ja. Jetzt ist es endlich soweit. Jetzt ist es endlich soweit. Wir reiten zu unserer Hexe, um ihr einen Antrag zu machen. Es wurde Zeit. Es ist wirklich Zeit, dass wir
unserer Traumfrau einen Antrag machen. Sehr schön. Das Haus wird ja auch gerade ausgebaut. Hey, wen haben wir denn da? Heute wieder hier, ha? Na, dann komm mal her. So. Na, wo ist denn? Da. So. Dann das noch. Na komm. Jawohl. Wunderbar. Wunderbar. So, die beiden Pilze hier will ich natürlich noch mitnehmen. Wenn ich schon mal hier bin. Jetzt müssen wir uns nur noch durch den Tom-Tom-Wald kämpfen. Ich werde dieses Mal nicht wirklich viel Augenmerk auf den Tom-Tom-Pilz legen. Wenn ich ihn sehe, nehme ich ihn mit. Wenn nicht, dann nehme ich ihn halt nicht mit. Wenn ich halt zufälligerweise gerade meinen Pilz sehe, dann nehme ich ihn halt mit. Aber ich werde jetzt nicht irgendwie explizit nach Pilzen suchen oder sowas. Ist doch, geht's um weiter? Ja, tatsächlich. Ach! Brauche ich wieder den Hammer. Was ist denn da? Wunderbar. So. Auf dem Weg zu meiner Hexe. Wo ich einen Heiratsantrag machen werde. Ich freue mich schon drauf. Ich freue mich schon so richtig drauf. Das wird jetzt so richtig schön, sage ich euch, Leute. Das wird jetzt... Oh, ist das ein Pilz? Ja, tatsächlich. Das wird jetzt so richtig... Oh, hi. Das wird jetzt so richtig schön. Na? Da ist wieder ein Pilz. Wo ist denn der Ausgang? Will zu meiner Hexe. Endlich die Hochzeit. Aber das ist ja noch keine Hochzeit, das ist nur ein Antrag. Ich weiß gar nicht, wann die Hochzeit dann sein wird. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht. Ist die eine Jahreszeit später, kann das sein? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Müsst ihr nachschauen. So, da ist wieder der Weg, der mich weiterführt. Der Weg meines Herzens sozusagen. So. Es geht los, Leute. Es geht los. Hey, mein Schatz. Guten Abend. Willst du den Erntekönig rufen? Ich verstehe mich nicht gut mit ihm. Zuerst habe ich natürlich hier einen Tom-Tom-Pilz für dich. Guck mal, was ich für dich hab. Ja? Das ist doch eine blaue Feder. Machst du mir einen Antrag? Gehen wir erstmal woanders hin.
Wo sind wir? Bis da hinten ist die Celeste. Ah, wir sind in der Nähe von der Kirche anscheinend. Ich bin sprachlos. Ich bin so froh, mein Herz klopft wie wild. Okay, wie machst du den Antrag? Scheiße, das werde ich auch noch gefragt. Heirate mit, ich werde dich immer lieben. Zaubere mir jeden Tag Essen. Ich möchte immer bei dir sein. Fuck! Also heirate mich klingt ja nicht schlecht. Aber ich werde dich immer lieben. Ich meine, wir wollen ja auch ein bisschen hier auf die Kacke hauen und so. Ich möchte immer bei dir sein. Das klingt eigentlich auch nicht schlecht. Ich werde dich immer lieben. Machen wir das. Okay. Was? Was? Was ist das für eine Aussage? Weil du es bist. Oh. Besser als ein Nein. Du bist schon merkwürdig, wenn du eine Hexe heiratest. Hey. Hexe hin oder her, du bist du. Sollte ich wieder in einen Frosch verwandelt werden, bist du trotzdem für mich da. Naja, aber ich wusste schon, dass du mir gehörst. Wir sind ein gutes Paar, nicht wahr? Oh. Oh, und ich will es. Ich will eine Feier. Ich sah Menschen heiraten und wollte es immer selbst probieren. Nur wir zwei feiern wir. Du hattest gesagt 17. Herbst, oder? Hä? Hä? Was willst du gerade von mir? 17. Herbst, das müsste doch morgen sein. Ach, keine Ahnung. Also dann, ich freue mich schon. Hä? Das verwirrt mich jetzt gerade ein bisschen. Nein, der ist übermorgen. Heute ist der 15. Bedeutet das jetzt ernsthaft, dass ich übermorgen heirate? Meine Fresse, wäre das geil. Boah, aber ey, steht jetzt eigentlich irgendwas Neues? Komm, das will ich jetzt noch mal nachschauen. So. Steht jetzt irgendwas Neues bei ihr drin? Sie hat maximale Herzen. Und ich sind Zwillinge. Wieso wie Zwillinge? Naja. Hätte jetzt irgendwas anderes auch stehen können, jetzt wo ich sie geheiratet habe. Ja, okay, wenn man die 10 Herzen hat, ohne dass man hier einen Antrag macht, dann wie Zwillinge, kann ich verstehen. Ja, aber so? Naja. Vielleicht ändert sich das ja noch. Kann ja sein. Auf jeden Fall heirate ich meine Hexe. Ist das nicht schön? Ja, das ist schön. Ach, das ist so toll. An dem Tag haben wir echt viel erreicht. Wir haben unser Haus ausbauen lassen. Wir haben die blaue Feder erhalten. Wir haben den letzten Wunsch gehört. Haben ihn auch gleich vorgetragen. Wir haben der Hexe einen Heiratsantrag gemacht. Und jetzt gehen wir noch zur Erntegöttin, um ihr zu sagen, dass alles cool ist. Und wir 10 Wünsche vorgetragen haben und jede Glocke geläutet wurde. Es ist schön. Hier waren wir auch schon lange nicht mehr. Spike, das hast du sehr gut gemacht. Dank dir wurde der Natur ihre ursprüngliche Schönheit zurückgegeben. Hab Dank. Nun ist der Frieden hergestellt.
Finn, du hast gute Arbeit geleistet. Deine Arbeit ist nun zu Ende. Halt! Der Baum verdorrt weiter. Wenn das so weitergeht, kehrt die Kraft der Erntegöttin nicht wieder. Die Kräfte des Baumes sind geschwächt. Sind geschwächter, als wir dachten. Sie zehren aus einer Quelle. Ich habe gehört, um den Göttinnenbaum wiederzubeleben, brauchen wir die Macht des Erntekönigs. Batman! Erntekönig, wer ist denn das? Ja, das stimmt. Läute alle 5 Glocken zur selben Zeit. Dann wird die Melodie den Erntekönig beschwören. Jedoch, nur wer dieses Land zur Gänze liebt, kann ihn beschwören. Und der richtige Titel ist vonnöten. Nur ein Mensch des Titels Held kann sie läuten. Spike, bitte läute die Glocken! Spike, rette die Erntegöttin! Meine Freunde, Spike. Nun gut. Wir gehen voran und treffen dich dann dort. Ich hatte 3 verschiedene Stimmen. Spike, lass uns alle zusammen die Glocken läuten. Spike, wir warten dort auf dich. Bis du angekommen bist, halte ich noch mal ein kleines Schläfchen. Die Erntegöttin, bitte, hilf doch jemand. Okay, beeilen wir uns, auf zum Königssitz. Heute nicht mehr. Es ist 20.30 Uhr. Ich habe fast 4 Stunden hochgebraucht. Heute glaube ich echt nicht mehr. Habe ich eigentlich Ernteheld? Schon, oder? Müsste ich doch haben. Ja, natürlich. Ach, weißt du was? Komm, scheiß doch drauf. Geh mal halt nochmal hoch. Komm, scheiß doch drauf. Einfach mal schnell wieder hoch. Geh mal gleich hoch zum Erntekönig. Rufen den. Da geht was, dann haben wir heute richtig viel erreicht. Leck mich am Arsch, dann haben wir an dem Tag aber richtig viel erreicht. So. Ihr habt zwar überhaupt gar keinen Bock, jetzt nochmal die Mine hochzugehen. Aber hey. Wird schon nicht so lange dauern. Es sei denn, es fängt gleich so perfekt an, dass die Treppe gleich verbuddelt ist. Ach, komm schon. Leute, den ganzen Weg vorher war die Treppe nicht einmal verbuddelt. Und jetzt gleich auf der ersten Ebene. Wahnsinn. Na, gehst du da endlich hoch? Meine Güte! So, jetzt soll es einfach nur noch schnell hochgehen.